Endlich einmal wieder Alperwand. Lange schon wollte ich die leichteste moderne Route an der Alperwand klettern, den fliegenden Holländer. Die Route wurde von Ammann Brüderl eingerichtet und als schöne, etwas alpinere Route bezeichnet. Und die 14 Seillängen sind nicht ganz so kontinuierlich und fordernd wie die anderen Alperwandrouten. Ja, genau. Gestartet sind wir wie üblich am Parkplatz vor der Schranke zum Alpersteig in Reit. Eine Sonderberechtigung. Ja, ja. Mittlerweile kann man auf der Forststraße sehr hoch mit dem Mountainbike fahren, sodass sich der ohnehin nicht überlange Zustieg nochmal ordentlich verkürzt. Ja. Vom Alpersteig quert man nach rechts zur Wand. Und dies am besten nicht zu früh, der Weg ist deutlich zu erkennen. Und wir waren wieder mal ein bisschen zu früh. Bei einem markanten steilen Grastrichter geht es dann nach oben zum Einstieg. Vor uns waren schon zwei Seilschaften in der Wand, die allerdings den Weg zur Sonne geklettert sind, der die gleichen Einstiegsseillängen hat. Die erste Seillänge führt über steile Platten und gibt gleich einen guten Einblick in den rauen Alperwandfels. Während mein Kletterpartner nachsteigt, kann ich den Nachsteiger der vorherigen Seilschaft schon mal an der schwierigsten Stelle der Route beobachten. Die Stelle ist mittlerweile mit einem 7er bewertet. Zweimal bin ich da schon gut drüber gekommen. Mal schauen, wie es heute aussieht. Andreas packt die Stelle dann auch gleich richtig an und kommt schnell über diese Passage. Dann entschwindet er meinem Blick. Ich quäle mich dann im Nachstieg über diese Stelle. Technisch geht da nichts. Die Stelle muss man einfach klettern. Und auch die 6 Plus im oberen Teil der Seillänge ist nicht ganz einfach. Dann wird es erst einmal deutlich einfacher. Da oben ist der nächste drinnen. Ich hab ihn schon gesehen. Noch ein kurzer Aufschwung, dann folgen erst einmal Schroben. Die Absicherung ist Ammann Brüderl typisch gut. Eng abgesichert in den schweren Passagen. Wenn du so viel Gras gehen musst. Wobei je nach Tour aber Stellen im 6. bis 7. Grad zwingend zu klettern sind. Und etwas weiter in den Schroven. In den Schrofen hier sucht sich die Route die Passagen mit dem besten Fels. Von unten noch nicht ganz ersichtlich folgte eine tolle Plattenpassage, die in eine steile Wandstufe übergeht. Fünf Plus und 6 Minus. Ich darf danach wieder schröfeln, 1 und 2. Ja, da habe ich erst ein bisschen suchen müssen. Von einem Stand rechts an der Kante zieht die Route dann wieder nach links in den Verschneidungsgrund. Bei dieser Seillänge muss man ein bisschen auf den Fels aufpassen und man sollte keinen Bohrhaken übersehen. Wir sind übrigens mit einem 50 Meter Seil von Stand zu Stand gekommen. Richtig gute Kletterei
Bis zum oberen 5. Schwierigkeitsgrad gab es dann in der 7. und 8. Seillänge. Bei dir hätte es noch besser ausgeschaut. Eleganter. Nach Regen sollte man bekannterweise 2 Tage abwarten, bevor man in die Wand einsteigt. Die 5-Plus-Stellen am steilen Aufzug sind übrigens wieder zwingend zu klettern. Nochmals ein kleiner Aufschwung, dann geht es wieder ein ganzes Stück über Schrofen. Man sollte also schon ein bisschen Alpinist in dieser Tour sein. So langsam bewegen wir uns als Seilschaft auf eine spannende Stelle zu. Erst geht es noch ein ganzes Stück nach oben, dann geht es rechts aus dem Rinnensystem heraus. Und plötzlich hat man 400 Meter Tiefblick. Da kommt einem die folgende 6-Minus-Stelle gleich schwerer vor. Es folgen 2 Paradeseillängen, für die es sich alleine lohnt, hier hochzusteigen. Eine fantastische steile Plattenwand mit rauem Superfels. Die ausgesetzte Seillänge führt mit einer 7-Minus auf ein Graspodest, dem sogenannten Adlerhorst, der leider filmtechnisch den Blick etwas versperrt. Ja, sehr gut gemacht, ja. Die 7-Minus-Stelle geht zur Not auch A0. Genau, dann habe ich den äußeren, den Ritz, da habe ich noch genommen. Ich habe das gesehen, hast du nicht. Aber... Die folgende Seillänge ist mit 6-Minus etwas einfacher, aber nicht minder schön. Und die Hakenabstände sind etwas sportlicher. Wer an solchen Seillängen Gefallen gefunden hat, und den Schwierigkeitsgrad über einige Seillängen entspannt klettern kann bzw. noch einen Tick zulegen kann, sollte auch die weiteren fantastischen Alperwandrouten angehen. Uns bleibt noch die Schlussrinne. Dann geht es über die vergessenen Böden der Alperalm zurück zum Alpersteig. Vorsicht dabei, den Weg nicht verlieren und nicht zu früh nach links absteigen. Auf dem Alpersteig geht es nun gemütlich nach unten, vorbei am eigentlichen Abzweig zu unserer Route und zurück zum Ausgangspunkt.